Die epidemische Notlage nationaler Tragweite, die soll auslaufen. Das haben die Parteien jetzt beschlossen. Und dafür soll eben das verschärfte Infektionsschutzgesetz von SPD, Grünen und FDP dann in Kraft treten. Da fragen wir mal nach beim Kollegen Michael Wöhlenweber im Bundestag. Also, eigentlich würde das jetzt ja bedeuten, die Sache ist klar. Das ist das Ende der epidemischen Notlage und eben dieses neue Gesetz. Wenn da nicht der Bundesrat morgen wäre, und dann gibt es ja noch die Möglichkeit, dieses Gesetz zu blockieren. Und das ist dieses Mal gar nicht so unwahrscheinlich. Also die Geschichte, die ist noch nicht vorbei. Ja, richtig. Es ist jetzt zuerst einmal hier die erste Hürde, die genommen worden ist. Das Infektionsschutzgesetz muss jetzt noch durch den Bundesrat. Und es gab ja doch einige Einlassungen, die darauf vermuten lassen, dass am Ende es dort scheitern könnte, dass es zu einem Vermittlungsverfahren kommt. Last-Minute-Verhandlungen schon am Sonntag, vielleicht am Montag, Bundesratssondersitzungen, Bundestagssondersitzung und dann vielleicht doch noch kurz vor Torschuss. Den nächsten Donnerstag läuft die Epidemie. Notlage ja aus, dann vielleicht eine Kompromisslösung. Denkbar auf jeden Fall ist das. Wenn es das nämlich nicht geben würde, wenn es scheitert, dann hätte man am Ende überhaupt keine Instrumente zur Verfügung. Da müsste ad hoc irgendwie reagiert werden. Das bedeutet dann Chaos. Das will man natürlich nicht. Inzwischen, jetzt im Verlauf des Tages, hat sich vielleicht die Situation ein bisschen entwickelt. Es gibt die Stimmen aus der CDU, CSU, die sagen, na, wenn die Ministerpräsidentenkonferenz jetzt bahnbrechende Maßnahmen noch auf den Weg bringt, sprich, dass man das, was man zur Verfügung hat durch das neue Infektionsschutzgesetz, künftig auch anwendet, und zwar flächendeckend und schnell, ja, dann könnte durchaus vielleicht dieses Gesetz dann im Bundesrat noch eine Mehrheit finden. Und was die B-Seite, die unionsgeführten Länder ja wollen, ist klar, flächendeckend 2G für Gastro, für Veranstaltungen, für Hotels. Und das könnte dann die Brücke sein, wenn man das zum Beispiel jetzt schon macht und beschließt in den Ländern mit der Bundeskanzlerin zusammen, dass das morgen dann durch den Bundesrat geht. Das Problem für die Union, nämlich sie hätten so ein bisschen den schwarzen Peter, sie ständen kommunikativ an der Wand, weil man ihnen den Vorwurf machen würde, dann Maßnahmen zu verhindern, die für uns alle, für unsere Gesundheit dann am Ende notwendig sind. Also vielleicht aus diesem Kalkül heraus doch, dass die Hände hochgehen, morgen im Bundesrat, wir wissen es noch nicht, aber die Möglichkeit, das hört man dann hier auf den Gängen, dann würde man sich in 2 Wochen im Bundestag wieder treffen, dann stünden weitere Verschärfungen womöglich auf der Tagesordnung, weil es nicht reicht, die Pandemie, die ja doch jetzt in Fahrt gekommen ist, wirklich zu bekämpfen.